Das Mahler Nationalteam unter Leitung von Bundestrainer Matthias List war in Oberramstadt in der Caparol Akademie zu Gast. Raphael Stöckel, Jacqueline Kuhn, Hauke Max Eder und Vivian Deichmeier übten für die Euroskills im September nochmal im Team und probierten sich an verschiedenen Werkzeugen aus. So greift Vivian beispielsweise bei ihren Vorbereitungen schon zur handbetriebenen Schleifmaschine. Schauen wir ihr kurz mal über die Schulter. Ja, fühlen, wie der Untergrund beschaffen ist. Und weiter geht's. Das Nationalteam hat sich hier getroffen, um das zweite Lachseminar zu absolvieren. Wir haben Wettbewerbsbedingungen geschaffen, was die Lachuntergründe angeht. Caparol hat sein Bestes getan, optimale Voraussetzungen zu schaffen. Wir versuchen jetzt hier in den nächsten zwei Tagen möglichst den Wettbewerb zu simulieren. Wir müssen mehrfarbig lackieren, Leisten per Hand absetzen, strammes Programm, hin und wieder mal eine Pause, weil auch was trocknen muss. Wir lernen Werkzeug kennen, es gibt ganz viele neue Pinsel, die wunderschön weich sind und viele neue Roller, die auch Acryllack ermöglichen, eine gute Oberfläche zu geben. Natürlich darf bei einem praktischen Workshop das Fachsimpeln unter Kolleginnen und Kollegen nicht zu kurz kommen. Die Fachreferenten der Caparol Akademie geben den Seminarteilnehmern wertvolle Tipps für die bevorstehende Europameisterschaft in Graz. Bundestrainer List erklärt auch die Schwierigkeiten mancher Aufgaben im Wettbewerb. Eigentlich aus der Handlung fahren. Ja, ja. Jetzt mach mal, wenn du hier ohne reinstreckst und hier mit dem Kunde reinkommst, dann wieder weißt du auch umgekehrt. Ja, das ist sehr delikat. Das schaffst du eigentlich. Okay, also nicht denken. Ja. Aber ich würde sagen, wir können ja mal. Eine, die besonders hinhört, ist Euroskills-Teilnehmerin Jacqueline Kuhn. Hallo, mein Name ist Jacqueline Kuhn, ich bin 23 Jahre alt und werde Deutschland bei den Euroskills 2021 vertreten. Jacqueline ist sehr stolz, für Deutschland in Graz anzutreten. Die Vorbereitungen der jungen Hessin gehen nun in die heiße Phase. Präzise ausgeführte Übungen und konzentrierte Wiederholungen machen hier wahrhaftig die Meisterin. Mach, probier beide aus. Okay, und los. Hoch und runter, nicht? Genau, hoch und runter. Bisschen mehr drücken. Du siehst ja, wo viel mehr Material sind, Bläschen. Mhm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Jetzt gehst du die anderen Fläche mit dem Schaumstoff. Genau. Erstmal das Material, was über. Dann jetzt die Ränder noch. Die Ränder, du kommst in dem Tempo nicht mit. Ja, das geht so. Okay, richtig. Genau so. Erstmal die Struktur egalisieren. Wenn Bläschen ist, ist nicht schlimm. Okay. Ne? Ist nicht schlimm. Genau da und dann unten quer. Genau. Und jetzt nochmal von vorne. Und von vorne mit der trockenen Rolle halt. Guck mal, wenn ich das hier mache. Siehst du, wenn immer weniger? Und du siehst ja hier, siehst du das? Ohne großen Druck. Ja. Nach kurzer methodischer Korrektur gelingt es Jacqueline, die Technik perfekt auszuführen. Man merkt, sie gehört zu den besten Nachwuchstalenten in Deutschland. Warum macht dir das Malerhandwerk eigentlich so viel Spaß? Am Malerhandwerk macht mir so viel Spaß, dass jeden Tag was anderes ist. Es ist sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig und vor allem man sieht, was man am Ende des Tages gemacht hat. Bundestrainer Matthias List hat stets ein offenes Ohr für seine Nachwuchstalente. Jacqueline gibt im Teamtraining immer Vollgas. Wie kam sie eigentlich dazu, Maler und Lackiererin zu werden? Tatsächlich war mein Weg zum Malerhandwerk nicht gerade typisch. Ich habe mein Abitur gemacht und wollte danach etwas Richtung Ingenieurswissenschaften studieren, hatte aber keine Lust auf reine Theorie, weshalb ich mich nach dualen Studiengängen umgeschaut habe und letztendlich bei der Kombination Bauingenieurwesen mit integrierter Ausbildung zum Malerlackierer gestoßen bin. Bei den Euroskills in Graz geht es aber nicht nur um das richtige Werkzeug oder die richtige Technik, sondern auch um Schnelligkeit. Auch die muss gelernt sein. Aus diesem Grund nehmen sich der Bundestrainer und die Fachreferenten der Caparol Akademie stets Zeit für Gruppenarbeit.
Warum sind diese Seminare für das Maler-Nationalteam eigentlich so wichtig? Schon mal wegen der Teambildung. Wir müssen Vorbereitungen für Graz treffen. Schauen, dass wir logistisch alles auf die Reihe bekommen. Und ja, dass sich auch die Jugend nicht aus den Augen verliert. Ein besonderes Highlight beim Workshop war das ehrliche Spritzen von Türen am zweiten Praxistag. Hauke Max Peter macht die Übung besonders viel Spaß und lackiert eine Tür fast schon in Rekordzeit. Mit Spannung erwarten wir mit zahlreichen Fans, Partnern und Freunden des Handwerks die Euroskills. Der Bundesverband wünscht Jacqueline viel Erfolg bei den finalen Vorbereitungen. Natürlich ist auch der Bundesverband vor Ort und berichtet von diesem Mega-Event. Weitere Informationen auch zum Nationalteam finden Sie auf farbe.de.